Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von F1 Manager. Ja, in der letzten Folge sind wir in Spielberg gefahren bei einem Sprintwochenende, was eigentlich sehr erfolgreich war. Wir konnten nämlich beide für uns entscheiden und ja, muss auch sagen, Cho hat seinen 10. Sieg in Folge geholt. Dementsprechend ist er gerade mit Verstappen gleichgezogen. Das heißt, wenn er in Großbritannien gewinnt, hat er den alleinigen Rekord. Und ja, das wäre super, wenn wir das hinkriegen würden. Klar, man sieht daran auch, wie dominant wir eigentlich sind in der Meisterschaft. Ne? Von daher müssen wir da einiges machen. Gab auch einen kleinen Zwischenfall zwischen den Teamkollegen, deswegen war das Rennen auch ein bisschen anders. Oh. Hä? Naja, deswegen mussten wir auch ein bisschen die Strategie ändern, aber wir müssen ein paar Teile bauen, merke ich gerade. Das war die Moment mal, Aufhängung. Wird nicht Aufhängung bald fertig? Hoppala, falsch, nein. Wir forschen keine Aufhängung, also müssen wir Aufhängung sowieso bauen. Okay. Bauen wir wieder zwei Aufhängungen. Weil dadurch, dass wir jetzt uns größtenteils auch in die Forschung rangewagt haben, sieht das ein bisschen anders aus. Mit Teilen, weil Unterbodenseitenkasten werden die letzten sein. Bevor wir uns dann an die Forschung für nächste Saison angehen, auch wenn wir nicht mehr davon viel mitbekommen werden, weil ja am wie heißt es? Am irgendwie Ende Juli der neue Teil rauskommt. So, wir forschen. Und zwar forschen wir die Aufhängung. Nee, forschen das Chassis. Heckflügel. Und ballern alle Zeit rein, die wir haben. Klar, der Unterboden würde jetzt schon mehr Sinn machen, den zu forschen. Aber das dauert halt noch ein bisschen, bis wir da was machen können. Da können wir auch mal einen Unterboden forschen ohne Zeit. Aber gerade der Heckflügel zu forschen wäre schon extrem stark. Vor allem dadurch, dass wir gerade bei den hohen 20-30% verlieren. Wäre das gar nicht mal so schlecht. So. Jetzt werde ich hier ein paar Leute noch dazu. Hä? Ah, wir können keine Leute. Wir müssen hier die Leute eigentlich schon raussetzen. Aber okay, das passt schon irgendwie alles. Ja, und leider ist es ja in der anderen Karriere, in der Romeo-Karriere, passiert, dass wir kein Rennen gewonnen haben. Nicht gut, aber was soll man machen? Ein bisschen verpokert. Und am Ende auch überholt worden, weil wir keinen Dings hatten. Kein ES mehr. Sonst hätte Schumacher das dann doch gewonnen. Er war ja kurz vor den letzten paar Runden war er Erster. Aber dadurch, dass er kein ES für den letzten Abschnitt hatte, haben wir es leider nicht geschafft. Und dazu kam auch noch, dass es dann zu spät war, um Prochet wieder vorbeizuwinken. Weil wir haben ja gesagt, wenn Schumacher es auch nicht schafft, am Verstappen vorbeizukommen, dann wechseln wir zurück. Aber drei Kurven vor Schluss wieder zurückzuwechseln, ist halt schon arg schwierig. Weil wenn die Zielgerade ein bisschen weiter wäre, wie bei Katar oder bei Bahrain, dann wird das gehen. Aber hier ist halt die Chassislinie bei Spanien ziemlich früh. Es ist ein ganz normales Wochenende. Es ist kein Sprintwochenende, kein ATA-Wochenende, aber Regen. Es darf trainieren, und zwar darf trainieren Goethe. Wir sind, ich weiß nicht, ob ich letztes Mal Dings trainiert haben lasse, aber wir lassen auch oft genug trainieren. Naja, in Ungarn wird ja auch wieder Goethe trainieren, aber dann für Show. Von daher passt das Ganze, glaube ich, schon recht gut. Und so kriegt er auch ein bisschen Fahrpraxis, auch wenn er nie fahren wird mehr. Mal gucken, vielleicht, dass wir vielleicht, wow, sind wir stark, wenn selbst Goethe mit so einer schlechten Dings schon so stark ist, also Platz 9 fährt, dann merkt man, wie stark das Auto ist. Obwohl die Red Bulls auch irgendwie hier ziemlich nah sind mit den harten Reifen. Ich habe komplett vergessen, die Sachen umzutauschen. Auf jeden Fall sagen, wir können ja damit weiterfahren. Also wir müssen so oder so noch drei Teile davon kaufen, von daher passt das schon. Wow. So, davon packen wir hier hin. Oh, das passt gar nicht gut.
Okay, jetzt passt wieder. So. Ja, frag dich auch nicht, warum die hier so wenig Flügel haben wollen auf der Strecke. So viel Flügel haben wollen. Macht ja gar keinen Sinn, weil mehr Sinn würde es machen, halt wenig Flügel bei der Strecke zu haben, weil die Strecke relativ schnell ist. Es ist ja immer noch eine. Jo, bis auf ein paar Sachen ist es ja schon eine sehr schnelle Strecke. Traktion. Wir haben jetzt die Möglichkeit, noch Traktion ein bisschen zu ändern. So. Weil das Setup ist schon mit 88% sehr gut. Oh, jetzt müssen wir was umstellen, was mir gar nicht gefällt eigentlich. Aber es sollte so funktionieren. Dann weiß man ungefähr die Richtung. Erster und Sechster. Da haben die Gegner aufgeholt. Das wird mir jetzt gar nicht in den Kram passen, wenn die jetzt aufgeholt haben. Wäre mir viel lieber, wenn wir den Vorsprung behalten können, ja, bis kurz zu Ende der Saison. Oh, es ist schon Intermediate-Zeit. Okay, Setup ist okay. Wir können hier noch ein bisschen was ändern. So. Frontflügel noch ein bisschen. Ja. Passt, glaube ich, ein Tick besser. Und hier ist Traktion. Ich muss die Traktion so hinpacken. Das noch da packen. Dann passt das auch mal, glaube ich, ein Stückchen besser. Weil das Setup ist auch schon gut gewesen. So, und ab ins Q1. Mal gucken, wie das Wetter direkt wird. Es bleibt nass. Das heißt, wir fahren mal raus, sicherheitshalber. Ich bin mir halt nicht sicher, ob die Strecke wirklich so nass bleibt oder ob wir doch einmal mit Trockenreifen fahren können. Na, kommt zwar aus der Boxengasse, nicht so gut. Ja, das war übel. Ja, okay. Ist Gott sei Dank noch ein ist noch nicht so extrem der Regen, weil am Ende wird es halt am besten eigentlich dafür sein. Die Schiene ist aber auch echt gut im Weg. Hätte ich auch nicht erwartet. Was haben wir denn? Ja, da im ersten Sektor ist Lawson deutlich aufgehalten worden, ne? Im zweiten Sektor auch noch ein bisschen vom Verstappen. Der Mercedes hat noch Glück, oder der Williams, der davor fährt. 1,305 ist für Regenquellen, das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Aber 1,1 Sekunden auf dem Teamkollegen ist für Lawson halt echt schlecht. Schauen wir mal, was die anderen so fahren. Bisher werden sie nicht deutlich schneller. Aber wenn Pusher Lawson schon schlagen kann, dann müssen wir uns auf jeden Fall Sorgen machen. Ja, das Wetter ist gerade perfekt für Intermediates. Ich hoffe, es kommen nicht zu viele Leute aus der Boxengasse. Natürlich kommt wieder ein Williams aus der Boxengasse, ne? Ach ne, ist gerade in die Box gefahren. Perfekt. Damit haben wir eine schöne freie Runde für Show. Und Lawson könnte mit einem Haas Problem. Ne, ist vorbei. Perfekt. Auch Lawson hat sogar noch eine bessere Runde. Ja, die McLaren, muss man sagen, sind echt stark geworden. Auf die müssen wir achten. Die sind ja echt auch letzte Saison da in dem Moment stärker geworden. Ja, die Strecke wird jetzt wieder ein bisschen mehr nass, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Boah, der hat voll durchgezogen. Die anderen hätten sich viel früher ein bisschen entscheiden können, bitte. Wir kommen nicht an die Zeit von Magnussen ran. Aber sollte eigentlich trotzdem reichen, weil wir haben einen guten Vorsprung über Schumacher und Boucher. Wir haben noch die beiden Williams, die einen Tick langsamer sind. Los könnte auf Platz 1 fahren. Macht er nicht. Also Magnus mit einer richtig starken Zeit.
Aber ich würde sagen, wir können jetzt drin bleiben in der Box. Auch wenn die Strecke nochmal trockener wird. Außer sie fällt unter Dings. Müssen wir jetzt mal gucken, was die Gegner jetzt für Reifen drauf haben. Alle Inters. Okay, wenn die alle Inters drauf haben, sollte es funktionieren. Weil hier wird keiner Trockenreifen gerade drauf haben. Nee. Wir sind eigentlich gerade eben schon perfekt gestartet. So, die Zeitverbesserung gibt es aber auch nicht. Oh, Verstappen. Verstappen ist raus. Ein Konkurrent weniger vorne mit dabei. Wir haben wieder Überraschungen in Silverstone. Tsunoda, Schumacher, Bottas, Verstappen und Giovinazzi sind draußen. Dass Verstappen Q1 rausfällt, ist glaube ich schon Ewigkeiten her. Bedeutet ein Konkurrent weniger. Also ein richtiger Hauptkonkurrent, ne? Ja, so langsam habe ich das Gefühl, dass McLaren mittlerweile die zweitstärkste Kraft ist. Angefahren Intermediates. Das Rennen wird zwar im Trockenen stattfinden. Aber ich finde, Inters können eine Zeit lang fahren. Ah, die Strecke wird am Ende komplett trocken. Trotzdem würde ich sagen, fahren wir jetzt mal eine Runde raus mit. Um nur zumindest mal eine Runde zu haben. Oh, Show ganz nah dran an Lawson. Ich glaube, im Trocknen könnten wir eine bessere Figur abgeben als im Regen. Aber man sagen muss, 2,2 ist schon recht viel für Inters, ne? Obwohl man die Inters ja erst bei 4 wechselt. Aber kein DRS, das macht natürlich auch jetzt was aus, dieser Windschatten. Nach dem Grand Prix darf Lawson ja auch Rennen gewinnen. Ich will ja zumindest mal 11 Rennen hintereinander gewinnen. Was in einer Karriere natürlich nicht mehr möglich ist. Ist auch schon möglich noch, aber ist schwierig. Eine freie Runde zu haben, macht schon Sinn. Das Gute ist, die beiden sind relativ gleich schnell, deswegen ist der Windschatten jetzt gar nicht so extrem von Show. Der sollte nur ein paar Tausendstel schneller sein. Ja, so wie erwartet. Oh, Russell auch mit einer starken Zeit, aber die Strecke ist auch ein bisschen mehr nass geworden, ne? So, wir gehen auf die roten Reifen. Weil die Strecke ja, wie gesagt, am Ende trocken sein wird. Das werden alle machen. Man merkt auch, dass die Strecke weniger Wasser hat, deswegen sind die Zeiten von denen auch besser. Lawson wäre aktuell auch raus. Ja, wenn die alle nochmal rausfahren auf ihren. Die fahren doch. Ja, wir könnten Probleme haben, wenn wir umlenken, so länger warten, ne? So, eher könnten wir nämlich Probleme beim Überrunden haben. Weil jetzt kommen die anderen nämlich doch ran. Okay, Schuh macht keinen Platz mehr. Lawson hat aber Platz gemacht für eine Person. Oh, perfekt, Platz gemacht hat er da. Ich hoffe, dann macht der Ferrari da vorne auch. Jo. Jo. Sehr schön. Jetzt haben wir noch den Williams. Der noch recht schnell unterwegs ist. Ich hoffe, der macht Platz. Jawohl, sehr schön. Auch für den Teamkollegen. Perfekt. Da sind sie diesmal richtig nett. Und man merkt direkt, wo wir stehen. Ne? Ja, wir sind halt sehr spät rausgefahren. Ne? Das passt halt sehr, sehr gut. Und eine halbe Sekunde und der Teamkollege gut dahinter. Ja, damit sind wir weiter und Puscher, Piastri, Ricciardo, Albon und Norris sind raus. Das war gut. Oh, hier ist Ferrari auch bald. Oh, Inters sollen wir jetzt benutzen. Da bin ich mal gespannt. Wird die Strecke trocken? Die Strecke wird nicht trocken. Das heißt, wir müssen am Ende erst die Runde fahren. Klar, es macht schon Sinn rauszufahren, aber wie gesagt, hier am Ende wird die Strecke am trockensten sein. Ja komm, ein Versuch können wir uns gönnen.
Außerdem haben wir definitiv an die Strecke eine trockene. Ne, was heißt ein trockener? Wir haben einen guten Windschatten. Ne? Das heißt, wir könnten eine gute Zeit zumindest mal haben dann. Shaw hat eigentlich einen super Windschatten, ne? Und Lawson eigentlich so gesehen auch. Also so verkehrt ist jetzt der Ferrari vor uns nicht, weil der Ferrari nicht so langsam ist mit Russell und Sainz, auch wenn sie fast rausgeflogen sind. In Kanada sind sie in echt herausgeflogen. Das war echt ein schlechtes Rennen für Ferrari, muss man sagen. Also beide Ferraris im Qualifying, nicht in Q3 und dann noch im Rennen beide ausgeschieden. Das ist ja hart. Oh, die Strecke wird jetzt trockener. Oh, Lawson mit dem zweitbesten Sektor. Stagniert die Strecke ein bisschen. Wird aber noch trockener. Bestzeit erstmal für Lawson. Das ist schon mal ganz gut, weil wir die Strecke sollte noch mal ein bisschen trockener werden. Da wir so fein sind, kriegen auch beide noch mal neue Reifen. Weil wir müssen ja raus jetzt. Shaw denkt sich auch so, nö, ihr könnt mich mal, ich mach keinen Platz für euch. Lawson war so nett. Hat Platz gemacht. Jetzt hat er erstmal zwei Fahrzeuge vor sich, die natürlich langsam fahren ohne Ende. Na, das wird für Lawson schwierig. Der ist schon auf Platz 5 zurückgefallen. Shaw wiederum hatte sehr, sehr freie Strecke. Hat sich aber verbessert, auch wenn er schon eine halbe Sekunde hinter seinem Teamkollegen ist. Shaw ist aktuell sogar Zehnter. Besser wird die Strecke nicht mehr. Zweiter Sektor auch gut. Da sind beide ungefähr gleich schnell. Ist für Lawson auf jeden Fall schon besser. So, Shaw auf die Pole. Und Lawson Ja, das ist umgesteckt. macht einen Fehler und ist auf Platz 7. Okay, muss man damit leben. Kann passieren, sollte nicht passieren. Aber wir haben zumindest auch mit zwei Mercedes vorne. Es kann sein, dass die Mercedes sich natürlich jetzt gesteigert haben. In den letzten Rennen. Was man auch sagen muss. Aber Magnussen auch weit hinten. Ne? Der war auch übel schnell im ersten Sektor. Also ist ein Hin und Her, was das Ganze angeht gerade. Die Zeit ist reif für den. So, das Rennen soll im Trockenen stattfinden, ne? Jawohl. Ich würde mal sagen, das Problem ist halt, wenn man fährt sehr langsam auf der Geraden. Also trotzdem würde ich mit den Softreifen starten. Und dann, genau, diese Strategie fahren. Die soll auch nur minim. Die soll halt. Nein, soll schneller sein, definitiv. Ich würde mit Rot starten und dann können wir immer noch entscheiden, ob wir vielleicht nochmal auf Hart gehen. Ja, aber wenn, ist aktuell die Zweistopp-Strategie geplant. Also, let's go.